Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Castlevania 2 auf dem NES, die deutsche Übersetzung vom Kill Bill 158. Er ist natürlich wieder mit am Start. Hallo, liebe Leute. In der linken Ecke mit einem Kampfgewicht von weiß ich nicht wie viel. 100.000 Castlevania Gramm. 100.000 Castlevania Gramm. Cool. Ja, im letzten Part haben wir uns hier dick fetten Morgenstern eingekauft, ne? Und dann hier dick fett den krassen Ring des Dracula geholt. Hat der Kill Bill inzwischen rausgefunden, was er genau macht? Ja, irgendwie wahrscheinlich, also wenn ich es richtig verstanden habe, den Zugang zum letzten Schloss öffnen. So, und wir haben uns hier eine Strategie ausgedacht, wie wir den Boss hier eventuell hoffentlich besiegen könnten. Kann auch was ganz anderes sein, aber das ist das, was ich verstanden habe aus dem Text. Hey, also das war schon mal nix. Und zwar die Strategie ist wie folgendes: Wenn er sich im Kreis dreht, den Typen boxen. Ja, nee, nicht boxen, mit dem goldenen. Fuck. Mit dem goldenen. Jetzt war doch schon Trainer. Dann gehe ich hier einfach beiseite. Ups, fuck. Na? Und ja. Wir wollten das eigentlich mit dem goldenen. Weißt du das? Goldenen Messer machen. Mit dem goldenen Dolch, ja. Goldenen Dolch, genau. Mach das mal. Der muss übelst leicht sein damit. Ich hab jetzt gerade drauf gewechselt. Oh. Der haut richtig dick rein. Da kann ich auch mehrere draufsemmeln, ha? Ach jawohl, der stoppt gleich damit. Wie geil ist das denn? Das ist richtig Premium gerade. Da könnte man eigentlich sogar noch mal reinboxen in der Zeit. Auch mal Lämmer. Schade. Jetzt habe ich zwei daneben gesammelt. Los. Ja, aber immer rein. Ah, fuck. Ich dachte, jetzt gleich mehr rausschießen sollen, oder? Warte mal, ich lade nochmal neu. Damit wir mehr Kohle haben. Weil ich weiß nicht, das verbraucht ja relativ viel, ne? Der Dolch. Ja, das stimmt. Geht aber auch viel ab. Oh, fuck. Eigentlich der beste, ist ja auch nicht umsonst der beste Dolch. Zu weit zur Seite sollte man hier also nicht gehen. Nee, auf keinen Fall. Hast du gleich nochmal von neuen. Na komm, jetzt hör auf mit dem Scheiß. Hör auf mit der Scheiße hier. Nein. Nein, warum springt denn der nicht? Simon ist nicht gesprungen, warte, ich lade nochmal neu. Boah. Das ist Windows. Ohne Spaß, ja. Ey, jetzt müssen wir den mal machen, komm jetzt hier. Ich muss ja aufstehen. Zeig jetzt mal deinen richtigen Castlevania-Skill, ja. Der vorletzte Endboss, den musst du beschaffen. Aber cool, mir da Träne so gemacht, ne? Ja, ist schon ein bisschen heftig, aber wenn der nicht so viel Tränen würde, wäre es echt cool. Ja, der hat ja so eine Träne dort, siehst du die so, so rumlaufen? Eigentlich schon cool. Eigentlich haben sie den cool gemacht, die Maske. Die Maske sieht cool aus, das stimmt. Voll ins Brain geschossen hast du gerade. Also bei mir. Schon wieder ins Auge rein. Oh. Gut, das siehst du ja immer alles nochmal. Das ist ja schon passiert. Wie viel ich dem ja noch reindonnern muss, ey. Oh, er ist fertig. Ich hab ihn. Ja, ich habe gesagt, der ist nicht so lang. Wow. Mit dem Deutsch. Du erhältst das. Oh, verdammt, ich brauche meine Stimme. Kleinen Moment, Leute, ich bin sofort wieder da. Ich bin sofort wieder da. Stattdessen spricht jetzt der tote Dracula. Du erhältst das magische Kreuz. Und jetzt wünsche ich dir viel Erfolg damit. Yes, mit dem magischen Kreuz werden wir Dracula kicken. Dracula kicken. Ja, ist eigentlich cool, das Kreuz. Kannst du eigentlich mal ausprobieren. Hab ich dafür noch genug Kohle? Oh ne, das ist einfach angelegt. Das ist einfach angelegt. Das ist wie die große Tasche. Ah ja, genau. Kleine Scheiße. Gut, werden wir ihn cool alles austreiben. Ja, dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Ja, wir müssen jetzt raus aus dem Schloss. Haha. Raus, die Maus. Raus. Oh, fuck, das ist jetzt... Wirklich anstrengend mit einem LP. Oh, scheiße. Das war ungünstig. Ich hab's noch gesagt, möglichst anstrengend mit einem LP. Aber wir müssen so ein bisschen hoch und links und ja. Warte, ich krieg das jetzt gebacken mit dem ersten Mal, pass auf. Den Skill hast. Nee, doch nicht. Boy, Brain. Achso, das Ding, das fährt ganz bis zur Seite. Jetzt habe ich es erstmal gewalt. Jawohl. Nein. So lieben wir ihn. Ist schon ein bisschen echt arg unfair. Wow. Wow, I did it. Hier ist ein Opa. I did it again. Bitte nimm diese Lorbeeren an dich. Geilo Scheißo. Und jetzt muss ich wieder zurück, oder was?
Nee, einfach hoch. Wie, waren die umsonst oder was? Die waren kostenlos. Hm. Oh nee, da hätten wir das Geld ja gar nicht ausgebaut. Da hätten wir uns. Oh nee, oder? Nee, nee, wir hätten es doch gar nicht erst bis dahin geschafft. Ja, stimmt, wir hatten nur ganz wenig Schilling. Ey, so ein Kack mit. Auf jeden Fall links raus da, ja. Also hoch links. Ich bin gerade dabei. Aha. Ey, das ist ja richtig mies gewesen. Hat ein Arschloch, ja. Ja, ohne Scheiß. Der Opa hätte mal sich auch woanders hinpacken können. Aber derbe. Ha! I made it. Was ist denn da nochmal eine Staircase? Oh, wie oft ich ja speichere, wenn ich ja Schiss habe zu sterben, ja. Okay, was ist. Hm? Ach, eine Staircase. Das ist was ich eine Leiter oder so, ne? Ne, Treppe. Oh, Mann! Die Kamera ist viel zu langsam nach oben gegangen, ne? Why? 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 This fucking Why? Shit. Bit of holy shit. Okidoki. Okdok. Dann da runter, oder? Ich habe ja gerade voll den Skill, Alter. Okay, jetzt weiß ich nicht, wo lang. Ich gehe einfach weiter nach links mal, ja? Nee, nach rechts. Wenn du raus bist. Bist du raus? Nee. Ich bin noch im Schloss drin, ich weiß bloß nicht, wie ich zum Ausgang komme. Immer links. Und links. Dann runter wieder, ganz am Schluss runter. Ja. Sieht gut aus, Rudi. Sieht gut aus, sagst du? Ganz am Ende bist du runter, ja. Ja. Genau, wir haben es gleich geschafft, Mann. Oh, es ist echt nimmer weit. Ich guck mal gerade an, wie es jetzt noch weitergeht. Also. Jetzt bin ich am Mikrofon eingeengt. Gage. Ich würde sagen, den und ein Partner und dann haben wir es durch. Weil das Rest, das kann man in einem Part schaffen. Das letzte Schloss ist ja? Ein Witz. Ja, ja. Geile. Kein Witz. Das letzte Schloss ist gar nicht unten. Das sind 3-4 Treppen, verstehst du, wie ich meine? Das ist nicht immer ein richtiges Schloss. Kannst du. Ich muss nochmal hardcore-mäßig aufladen. Naja, wir kommen noch in 2 Städte. Also da laufen wir dran vorbei, okay. Die sind ziemlich nah aneinander. Also ich habe es jetzt sozusagen geschafft, ohne zu sterben. So jetzt für das Spiel zumindest. Dieses Schloss ohne zu sterben. So, nach links oder nach rechts? Wir haben jetzt einen Arsch voll, also nach rechts. Nach links oder rechts jetzt raus? Rechts raus, hast du gesagt, ne? Ja. Rechts raus. Dann immer nach rechts erstmal. Und... ja, da kommst du dann auch schon in die Stadt im Grunde. Wir sind wieder im Grunde zurück, ja, genau. Hey, stopp. Hey. Gehen wir schon nach rechts, ja. Du weißt doch, wo du dann die so hupst und so, ne? Genau da, ja, genau. Oh, ich hab ein Level up bekommen. Ja, wie geil ist das? Gleich war schon. Oh, das ist jetzt echt Premium. Dankeschön, Spiel. Ich bin dir zutiefsten Dank verpflichtet, Spiel. Und zwar hupst du jetzt gleich an so einen Stellen da rum, ne? Und kurz danach, ja, unten kannst du so einen Stein kaputt machen und dann gibt's ein Buch drin. Also kannst du mal die Nägel ausrüsten. Warte. Wie? Was? Nochmal. Du hupst doch gleich von so einem Stein immer so hin und her, ne? Also. So, ich höre Steine, die nach oben und unten immer gehen. Ja, genau. Und kurz danach kannst du unten, wo du jetzt, also, das sind so Steine, wo du wieder bist. Und dann tust du einfach mal mit der Peitsche ran. Machst aber Nägel, ne? Hier ist ein Buch drin. Warte, ja, mach ich. Und hoch. Jetzt kurz danach, kannst du ranpeitschen da an so einem Stein. Nägel aktivieren. Fuck, warte, ich muss jetzt was mit den Gegnern tot machen. Warte, hä? Ist das die falsche Stelle? Warte. Des Todesdolch trübt Camillas Augenlicht. Ah ja. Ah. Das sind so. Sind so der Heinz. Voll der Insider. Okay, wo geht's jetzt lang? Ich geh einfach mal oben lang. Okay. Ah, ich verstehe jetzt. Alles klar. So ein bisschen hoch, ne? Das haben wir doch die Morgenstern-Erweiterung gekriegt. Ja. Einfach nach rechts raus wieder. Dann hoch. Wo wir uns hingesetzt haben. Dann am Castle 4 vorbei. Dann immer schön nach rechts. Warte, jetzt muss ich 5 Sekunden warten. Jetzt hier unten lang oder oben lang? Nee, unten, also unten rechts. Okay. Möglichst.
Können wir da wohin? Ui! Nee! Achso, so runter willst du. Ja, das geht auch, ja, aber du musst schon nach rechts irgendwie. Was für eine grausame Nacht. Punkt, Punkt, Jawohl, Punkt. Da lang müssen wir. Sehr gut, sehr, sehr gut. Speichern? Also, wir machen es erstmal wieder Tag, Leute. Das dauert einen Moment. Deswegen haben wir auch nicht den besten Abspann, sondern nur die Hälfte, den zweitbesten wahrscheinlich. Wenn überhaupt. Weil wir doch ein paar Tage vergehen lassen haben. Insgesamt ja. Ja, man kriegt dann nach Tage wird der Abspann abgerechnet. Ich glaube, wenn du unter 7 Tage, also Spieltage, durchspielst, also Tag und Nacht, ein Tag, kriegst du das Beste und dann Mittel und dann schlecht. Ach was. Bin ja gespannt, auf welchen wir dann haben, weil wir haben doch ein paar Tage vorgespult. Boah. Wir haben extrem viele. Jetzt bin ich am Schloss vorbei. Ja, genau, das ist das vierte. Jetzt kommen die Mamis, ups. Mami und Daddies. Ich will dir mal lieber was anderes aus, damit ich nicht so viele Herzen verbrate. Meinst du die Mumis? Die Mumis. Oh, Mumis. Ich weiß noch, als ich ja vor diesen Hyänen, Myränen, Vogeltieren da übelst Schiss hatte. Ach, früher, als ich noch ein schwacher Simon war. Oh, jetzt habe ich den Opa gehauen. Okay, jetzt bin ich in der nächsten Stadt. Hammer geil. Genau, die können wir uns mal durchlesen, weil die haben wir, glaube ich, noch mal durchgelesen. Gehe nach links zum gottlosen Graben. Gehe nach rechts zur Nordbrücke. Nordbrücke wollte ich zusammenschreiben. Ist Nordbrücke? Ja, ist auseinandergeschrieben, ja. Würde ich zusammenschreiben. Ja, der schreibt nämlich Englisch. Nee, Schatz, das hat einen Grund. Ich dachte mal, was er Englisch geschrieben hat. Der hat nämlich Turn left for the wicked ditch, right to go north. Achso, rechts nach Norden. Ja. Okay. Geh heim, sagt die Oma zu mir. Ja, go home, sagt sie. Get back, sagt sie, get back. Get back, verschwinde. Ja, verschwinde, geh heim. Vertriebene, wenigstens diesmal alle, vertreibe wenigstens diesmal alle Kreaturen. Doch, hier waren wir schon mal. Ja? Ja, der Opa, den Satz kann ich mich erinnern. Also können wir jetzt ja straight durch die Stadt durch. Wenn wir hier schon mal waren, ja, dann klar. Oder wenn wir nochmal aufladen. Ja, hier gibt's eine Kirche, genau. Eine Kirche. Ruh dich ein bisschen auf, mein Junge. Echt? Diese Stadt hatten wir wirklich schon? Ja. Bin mir ziemlich sicher, warte, ich spreche nochmal mit dem Opa. Du musst in La Rubas Villa das Kreuz finden. Also eigentlich ja, müssten wir sogar schon hier gewesen sein, weil... Wir haben ja das Kreuz gefunden schon. Ja, eben drum. Ja, und weißt du, warum du das Kreuz finden musst? Kann ich doch sagen, weil du sonst... Beim letzten Schloss, den Ring brauchst du dazu da, um die Steine... Also bevor du in das letzte Schloss reinkommst, musst du über so eine Brücke, ja? Und die Brücke... Das Kreuz macht die Tür auf. Ja, so ungefähr, ja. Macht dann die Tür auf und die Brücke macht der Ring auf. Jetzt hier weitergehen, ja? Nur nach rechts, ja. Okay. Alles Moment. Easy. Easy going. Easy going und dann nach wow. Unten. Wow. Wow. Wow, wow, wow. Ich speichere mal lieber. Nein, ich wusste es. Aber du hast gespeichert, oder? Ja. Was ist, Lucky One. Was ist, du hast es kommen sehen, ja, genau. Jetzt gehen wir im Grunde zur letzten Stadt im Spiel. Zur letzten Stadt? Genau. Ja, die letzte Stadt, weil im Grunde ist die letzte Stadt vom letzten Schloss halt, ne? Wow. Die Genia, jetzt können wir quasi entweder oben weiterlaufen, ne? Machen wir gleich. Also jetzt noch gleich. 4 Lorbeeren, hier ist nämlich wieder so ein kannst See. Kannst du benutzen. Ich meine, da kommt nicht mehr. Kannst du ruhig benutzen, kein Thema. Das ist nicht so lang. Okay. Ich meine, die 4 werden wir eh nochmal aufbrauchen können. Und ja, im Grunde kommen wir jetzt oben lang und kommen dann quasi zu einer Sackgasse oder hier unten lang dann. Gehen also quasi nicht oben lang. Wir gehen runter zu dieser. Also und oben lang ist also einfach nichts. Ja, oben ist eine Sackgasse dann. Da kommt dann noch ein Wald und am Ende des Waldes ist eine unsichtbare Treppe, die uns wieder zurückführt im Grunde. Da läufst du einmal im Kreis. Achso, okay. Da ist auch nicht mal ein Buch okay. Oder irgendwas. Wir sind immer in der City, die wir noch nicht kennen. Genau, das ist die letzte Stadt. Die letzte Stadt, nämlich gehe nach links zu Draculas Friedhof und gehe nach rechts, Entschuldigung, zu Draculas Friedhof, gehe nach links zu Doras Wälder. Genau. Wir gehen jetzt aber in die Türen und quatschen nochmal. Es ist eine ganz kleine Stadt. Okay, das machen wir jetzt noch in diesem Part. Was für eine grausame Nacht, bla.
Naja, das kannst du noch. Also ja, dann macht kann man nicht mehr in die Häuser rein. Voll dumm. So, dann spul's vor. Es sind bloß 3-4 Dialoge und dann kommen wir von mir aus den letzten Part mit Dragula machen, weil da werden wir sowieso zu tun haben, sag ich mal, überhaupt eine Viertelstunde zu spielen. Okay, jetzt bin ich hier in der ersten Tür drin. Da geht's wieder weiter mit irgendwo. Ja. Geht's da nach unten? Nee. Oder ist das Haus einfach leer? Das Haus ist... leer. Ja. Es ist einfach leer. Es ist einfach leer, das ist so richtig schön, ja. Ja, wer will schon neben Draculas Friedhof wohnen, ey? Ja, genau. Und dann, ja, stimmt schon, ja. Lol, hier ist eine Treppe nach oben und da ist einfach nichts weiter. Nee, da ist nichts weiter, du kannst weiterlaufen. Es gibt noch eine Tür, da ist jemand drin. Der letzte Bewohner. Also das ist hier alles verrammelt. Gut. Gut. Ghost Town. That's dead, okay, genau. Ja, das ist eine Oma. Hallo Omi. Ja. Ich bin Simon. Wie gesagt, letzten Dialog im Spiel. Lasst uns hier alt werden. Ach, da habe ich lange überlegt, wie ich das übersetze. Sie sagt, let's live here together. Let's live here together. Okay. Dann mach mal den kleinen... Dann ist ja nicht viel Platz, verstehst du, wie ich meine? Hm. Lass uns das mal sinnvoll übersetzen und mit wenig Platz. Da habe ich lange überlegt. Ich muss hier über die Grabsteine drüber springen. Ja, ja, einfach jetzt nach rechts quasi, genau. Und dann kommst du zum. Dann ist schon Dragula Schloss. Die Frage ist: Wow. Machen wir dir jetzt den Part voll? Nein. Oder aber wir müssen jetzt hier unterbrechen. Klar. Liebe Leute. Nee, warte. Wir sehen. Hör mal zu. Weil das Ende ist jetzt vielleicht noch 5 Minuten. Verstehst du, wie ich meine? Achso, dann machen wir das jetzt hier noch voll und fertig. Okay. Ja, okay, dann machen wir es voll. Okay. Weil es ist jetzt genau neben dir das Schloss und da sind 3 Treppen und dann kommt der Infos. Das wäre Quatsch, da jetzt nochmal ein Part, weil den Part kriegen wir definitiv nicht auf eine Viertelstunde. Ja, höchstens noch auf, mit dem Filler dann. Ja, irgendwie sowas, ja. Vorbei. Ich renne hier einfach mal durch. Bam. Ja, genau. Renn da durch. Mach ein Run. Ich rain da durch. Ich save auch mal zwischendurch. Halleluja, so Raining Man. So, jetzt haben wir ja den Ring. Und durch den Ring... Ist das jetzt zufällig die Stelle, die auch bei den späteren Castlevanias immer mal wieder kommt? Mit der Brücke hier? Ja, genau. Genau, das ist die Brücke. Die besagte Brücke. Und quasi durch den Ring konnten wir jetzt quasi diese 2 Steine dort kaputt machen. Ach. Weil wir diesen Ring haben. Ja, ja. Hättest du diesen Ring nicht gehabt, hättest du es nicht machen können. Das ist ja scheiße. So ist das. Das ist die besagte Castlevania-Brücke, genau. Ja. Wow. Okay, jetzt sind wir in das Schloss. Ja, in das Schloss. Und dann haben wir doch dieses Kreuz bekommen. Ja. Kannst du daran erinnern? Ja. Und das Kreuz ermöglicht uns auch gleich hier weiterzumachen. Okay, und das Kreuz wären wir hier nicht weitergekommen. Ja, genau. Wir können jetzt auch wieder Steine kaputt machen durch dieses Kreuz. Durch dieses heilige Kreuz. Wenn wir jetzt ganz rechts jetzt mit dem Weihwasser das kaputt machen. Echt? Hm? Warte mal. Im Weihwasser. Weihwasser? Lol. Oh, 1 Divo. Genau, das ist jetzt nur möglich durch das Kreuz. Es hat sozusagen das Kreuz unser Weihwasser verstärkt. Ja, also du hättest ja quasi, hättest du diese Maske nicht umgebracht, wärst du spätestens hier stehen geblieben. Also man muss quasi das wirklich machen, um zum Endboss zu kommen. Nee, einfach rechts weiter, rechts links. Ja. Das muss man sich überlegen, ne? Die lassen einen eiskalt hier hinlaufen und denkst, jetzt, ne? Und dann kommst du hier nicht weiter, ne? Als ob ich es so geahnt hätte, dass ich da lang kaufen muss. Geil. Ja, genau. Du bist doch voll Skill, Mann. So, Endboss. Endboss geht am schönsten mit Feuer, das können wir schon mal ausrüsten. Dann lässt er einfach eine Flamme reinrennen, dann stockt er nämlich und dann mit der Peitsche drauf. Oder unendlich Feuer drauf, das kannst du raus, wie du willst. Feuer haben wir noch? Wir haben noch sehr viele Herzen. Ich speichere ja jetzt nach jedem dritten Schritt. Nee, brauchst nicht. Im Grunde ist auch schon, wir kommen gleich jetzt quasi rechts jetzt. Okay. Ja. Jetzt ist er. Jetzt ist er da, ja? Ja, ja. Oh, der bewegt sich von allein. Ja, ich schmeiß jetzt die ganzen Klamotten rein. Du kannst gleich ein Feuer da so hinhauen, dann auftaucht. Ja, die Organe, die er gefunden hat. Aber er muss ihn ja wiederbeleben, um ihn wieder zu töten. Das habe ich ja im Prolog reingeschrieben. Geschichte ist ja, er muss ihn wiederbeleben, um ihn zu töten. Hallo, damit diesmal dieser Fluch gebannt ist. Warte, gleich geht's los jetzt. Jetzt hast du ihn. Ja, mach weiter dort. Ja, genau. Und Peitschen und Feuer und. Bis Puff-Peng macht und dann hast du ihn geschafft. Auch cooles Gesicht von ihm.
Lol. Down. Weil du Skill hast. Skill, mein Freund. Da steht Dracula. 1431 bis 76. Den Kampf, der Kampf ist nun zu Ende. Soll ich das mit meiner coolen Stimme vorlesen? Ja, machen. Ja, kannst du machen, kannst du machen. Der Kampf ist nun zu Ende. Verdammt. In der Nacht die Bürger von... Oh, geht das langsam. In der Nacht die Bürger von Transsilvanien wurden von Draculas, von Draculas Fluch befreit. Oh yeah. Ach so, ja, die waren alle verflucht, wegen, weil Dracula tot war. Ja, und du, auch, ja. Simon Belmont, wirst sterben! Uns durch Tapferkeit immer in Erinnerung bleiben. Im Grunde war es jetzt das schlechte Ende. Ja, okay. Die wurden einfach nur befreit und gut ist. Aber du wurdest von einem Fluch nicht befreit. War also, Simon kein Einwohner von dieser Stadt? Ja. Nö. Okay, das ist natürlich ungünstig für ihn, ne? Ja, im Grunde, tja. Ja. Das war jetzt nicht so die ultimative Lösung, ja. Also das war jetzt, wie gesagt, das schlechte Ende. Das war das schlechte Ende. Wenn man es dann nochmal schneller durchspielt, dann ist es natürlich dann hat ein besseres Ende. Und vielleicht auch so das beste Ende, ja. Ja, okay, alles klar. Das ist natürlich witzig. Ja, wir haben es geschafft. Geil, ey, wir sind durch. Voll krass. Wir haben sogar alle Bugs gefixt und so, finde ich. Alle Bugs gefixt. Finde ich, wenn es bei YouTube hochgeladen wird, der letzte Part, werde ich auch zeitgleich den Release von diesem Spiel raushauen mit nice. Bugfix. Also es wird dann trotzdem die Version 1.0.0 sein, weil es halt so ist. Ja, ist halt. Weil ist halt so. Ist halt so, ne? Genau. Cool. Ja. Und wie fandest du das? Ja, hat mir eigentlich am Ende ganz gut gefallen, das Spiel. Allerdings vermutlich auch nur deswegen, weil du mir immer gesagt hast, wo man halt lang muss. und so weiter. Tja, das tut mir hart leid. Von der Übersetzung? So, ich mache erstmal wieder ein bisschen Musik an. Und von der Übersetzung? Ich mache erstmal wieder Musik an. Von der Übersetzung her fand ich es gut gelungen. Ja, kaum Fehler. Ha! Ja, kann man ruhig mal erwähnen, kaum Fehler. Nur die typischen Grammatikfehler. So, ja, machen wir wieder ein bisschen Musik. Und gut. Ja, hat mich gefreut. Für die Leute, die jetzt hier gerade diesen Part auf YouTube gucken und sich jetzt wundern, warum ich jetzt Musik einblende und so. Erstens, weil hier ist gerade Stille und zweitens, wir befinden uns nämlich gerade in einem Stream. Ihr habt den Livestream nämlich verpasst. Ihr hättet euch das Ganze nämlich live angucken können. Wenn wir nur einen Zuschauer haben. und der eine Zuschauer, das bist du. Genau. Ja, jedenfalls, das wird auch noch des Öfteren mal vorkommen, dass wir ein Let's Play so als Livestream machen werden. Das kündige ich dann auch immer schön bei Facebook an. Genau. Jo. Und es war mir eine Ehre, mit euch, für euch das Spiel gespielt zu haben und mit dir, Kilbil. War gut. Ja, genau, danke. Auf jeden Fall war auch schön mit dir, definitiv, wie immer eigentlich. Ich muss sagen, gerne mache ich mit dir ein Let's Play. Ja. Plus, es müssten halt noch mehr Leute aufmerksam werden darauf, aber es ist halt, wie es halt so ist. Es ist, wie es ist, ja. Man kommt an die größeren Leute halt nur sehr, sehr schwer ran. Ja, und mit alten Spielen ist das halt echt schwierig, ja. Ja, es ist halt so, aber ich meine, es gibt auch da gewisse Kreise, die sich das anschauen und so weiter, aber wir müssen mal schauen, wie wir da in die Richtung vielleicht auch noch uns bekannt machen. Also, ne? Weißt du, wie ich meine? Ja. Ich meine, viele kenne ich ja noch gar nicht als Retro-Spieler letzten Endes. Ja, das ist das Problem. Das ist halt der harte Kern, der kennt mich dann allerdings. Das ist snsprojects.de, wo es dann übrigens auch den Patch zum Laden geben wird. Jawohl. Aber das seht ihr dann auch alles in der Videobeschreibung. Ist dann halt jetzt passend zu dem Part der Link als allererstes gleich drin zu dem Patch. Hast du die englische Version hast du genommen, ne? Ich habe die originale Version genommen, ja. Die original englische Version. Ja. Okay. Und die hast du dann sozusagen auf Deutsch gepatcht. Cool. Beziehungsweise die europäische, glaube ich, habe ich hier sogar genommen. Warte. Ich guck. Ja, guck mal. Was jetzt gerade Nein, du hast recht. Ich hab die USA-Version. Die genommen. US-Version, okay, weil das ist ja wichtig zum Patchen, sonst kommt da eventuell noch kurz über rum.
Ja, stimmt. Also ich habe die originale US-Version von... NES ist ja immer gleich. Da haben sie ja nichts dran geändert. Also mit Header oder ohne. Das hat ja immer, die haben ja immer alle Header. Mhm. Ja, mit Header, so. Genau. Aber es steht, ich habe auch die CRC in die Readme dann reingeschrieben, damit ihr wisst, was ihr benutzen sollt. Aber im Grunde die normale US-Fassung, die als gut gedumpt gilt. Aber wir nehmen als Basis rum. Falls ihr da Probleme dabei habt, guckt halt in die Readme rein. Wenn es dann immer noch Probleme gibt, dann fragt einfach im Forum an. Aber ist im Grunde alles da. Richtig. Das findet man schon. Alles gut. Das Liedchen ist vorbei. Dann würde ich jetzt auch diesen Part unterbrechen. Leute, wir sehen uns dann einfach im nächsten Projekt wieder. Ja. Wir haben jetzt eigentlich nur noch Final Fantasy 2 auf NES offen, was mal schlecht, mal recht weiterläuft, aber es läuft. Naja, ich bin schon fast am Überlegen, das abzubrechen. Ja, speichern, aber wir haben uns geschworen, wir brechen es nicht ab, also machen wir es auch nicht. Ich weiß. Also, klar haben wir auch keinen Bock mehr drauf und auch die meisten Leute, es gibt kein vollständiges Let's Play von dem Spiel. Das wundert mich überhaupt nicht, Final Fantasy 2 ist kacke. Aber wir können es einfach auch durchziehen, ja. Das Leveln ist vor allem schwer in dem Spiel. Weil ich weiß, auf den letzten Parts kriegen wir einfach Klicks. So, also wir werden das auf jeden Fall machen. Weil die keine Sau gemacht hat. Und die Leute, die dann weiterkommen, spätestens dann haben wir Klicks, definitiv. Und das werden wir auch so durchziehen. Ich meine, klar, es ist sehr anstrengend, gebe ich zu. Und ich habe auch gar keine Lust drauf, aber irgendwie... Nein, wir machen es, wir tun es. Aber wann und wie, wollen wir nichts versprechen und auch nichts sagen. Aber es läuft. Ansonsten machen wir noch andere Projekte freilich weiter. Ja, werden wir mal sehen, was da noch alles so kommt. Lasst euch dann überraschen. Genau. Ihr werdet es dann auf jeden Fall sehen. Also macht's gut, bis dahin und tschaußen. Tschüss. So, geil. Boah. Ja, nein, es gibt keinen Abbruch bei Final Fantasy 2. Weil ich weiß, ich habe extra geguckt, kannst selber nochmal schauen, es gibt kein vollständiges Let's Play davon. Gibt's nicht. Genau das ist der Grund, warum ich sage, nein, das müssen wir machen. Ja, ja. Das muss. Ja, ja. So. Gut, sehr cool. Ja, dann was wollen wir machen? Such dir was aus. Weiß nicht, was wir gerne als nächstes noch spielen wollen. Also wir haben im Grunde eigentlich alle Spiele frei, die wir auch noch nicht gemacht haben. Wir können noch Super Nintendo spielen, wir können... Ja, ich sag ja gerade, wir können ja auch... Das müsste jetzt nicht unbedingt auch nicht mal zwingend ein Let's Play werden. Sage ich jetzt mal so. Ja. Jetzt mal in die Richtung gedacht. Wir können uns auch einfach ein Spiel mal aus unserer Download-Datenbank greifen. Ja. Und das einfach mal anzocken. Ich habe den ROM-Ordner auch aktualisiert. Oh, das ist gut, da gucke ich gleich mal rein. Da kamen ein paar Updates letzten Tage. Das war da können wir mal reingucken, ist richtig. Da gucken wir mal zusammen. Box. Kinders, ich mache wieder Musik an. Okay. Wir könnten, ne? Ey, soll was sagen? Wir könnten sogar Shenmue spielen. Das haben sie jetzt auch gesetzt. Shenmue, den Prolog, der geht bloß eine halbe Stunde. Aber ich weiß nicht, ob es ein Dreamcast. Das ist ein Dreamcast-Game. Ja, ich weiß, ob es ein Dreamcast-Emu ist, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, ich weiß nicht, wie gut der aber dann ist. Gut ist der bestimmt, aber ich weiß nicht, ob es da einen gibt überhaupt. Ich habe mich da gar nicht schlau gemacht. Ich habe es erstmal bloß in den Patch hochgeladen und das spielt, glaube ich. Ich gucke nochmal rein. Also ich weiß, dass ich gepatcht habe. Mhm. Das geht auf jeden Fall. Das haben die alles in Deutsch übersetzt, finde ich cool. Also vom Japanischen. Das ist ein Gogo Eggman. Gogo Eggman. Kann man gucken, ja. Das sieht aus wie von Shigeru Miyamoto. Nee, Quatsch, Shigeru Miyamoto. Ja, genau. Okay. Nein, von Dragon Ball Macher. Ach so. Wie ist er doch gleich? Akira Toriyama. Wie von Akira Toriyama gezeichnet. Was machst denn du jetzt gerade? Ich guck gerade Gogo Eggman. Ach, Gogo Eggman, ja, das ist eigentlich ganz lustig, ja. Wollen wir das mal machen, oder was? Ja, lass uns das mal reinwerfen. Ja gut, werfen wir rein. Das ist zum Beispiel jetzt. Da müssen wir nicht unbedingt Let's Play machen. Das also können wir einfach reingucken, mal spielen, mal gucken. Wir können das dann ja in der Download-Datenbank einfach dann das Video mit verlinken dann oder so. Genau. So als, als kleines Angezockt dafür. Würde ich ja sowieso gerne machen. Wir machen da mal von den Angezockt, genau. Das Gogo Eggman eignet sich sehr gut für sowas, genau. Das finde ich gut, ja. Dann machen wir aber auch Szenario Smash Bros. Dann auch als angezockt. Was? Smash Bros? Wie heißt das? Egal, mach erstmal das eine oder andere. Okay. Alles so eine Minigames, weißt du? Da können wir wirklich mal so ein angezockt machen. So. Super Nintendo Emulator. Schreib in der Beschreibung jetzt aber rein, ne? Denk dran. Hm? In der Beschreibung rein, dass du jetzt ein anderes Spiel spielst. Ja, den Podcast.
Warte. Das ist immer, weißt du, wenn die dann schon ein anderes Spiel spielen, schon seit einer halben Stunde und nichts steht drin. Ne? Ja, ich weiß, das geht mir auch tierisch auf den Zünder. Mal sehen, ob sie das überhaupt haben hier. Gogo Eggman 2, Gogo Eggman 3 haben die tatsächlich. Gogo Eggman, das haben die wirklich mit in der Liste drin bei Hitbox. Ich bin echt hart begeistert, ey. Also hart begeistert. Ganz wow. So, ja. Leute, wir müssen jetzt hier nur schnell umbauen. Das werdet ihr jetzt live mitbekommen. Dafür muss ich aus dem Pause-Screen raus. Das Bild muss weg. Passt, ne? Passt einmal einen anderen Hintergrund rein, oder was? Nee, ich muss jetzt einen leeren Hintergrund nehmen. Aber oh, sonst ist da, oder? Ja, warte mal, wir können einfach... Machst einfach so ein Cover da im Hintergrund. War das so schwer? Nee, oder? Warte, ich nehme was mit die Fensteraufnahme. Ist eine X. Okay. Pass mal auf. Ich gehe nochmal zurück in den Pause-Screen. Das rumgeswitche ja schon wieder. Switched. Lass mich dich switchen. Aber ist jetzt super, super billig. Ja, ist ja nun angespielt. Einfach nur ein Cover. Datei. Einfach Gogo Eggman. Bei Google und fertig. Bei Bilder, Ende. Ja, ich nehme jetzt ich baue den Pause-Screen jetzt mal ganz kurz in GIMP um. Das dann einfach Ja, verrückt. So. Ich nehme jetzt einfach mal Pause-Screen 2 oder so. Das ist ja auch erstmal egal. Speichern, los! Ach, exporten sollst du, so Arsch. Bei mir ist immer noch der Alte. Ja. Warte. Zack, Szene. Ich baue jetzt das Bild um. Muss nur auf den richtigen Ordner switchen. Und da habe ich jetzt den... Switch! Jetzt ist es anders. Also, schwarz. Immer noch schwarz. Naja, jetzt wird's. Jetzt haben wir einen Hintergrund von Desktop. Immer noch schwarz. Nein, das müsste jetzt inzwischen. Nein, ist schwarz. Halt mal ganz kurz dein Desktop holen. Aber nur ganz kurz dein Desktop. Jetzt ist aber schwarz. Das ist jetzt Black Mesa. Das ist jetzt Black Mesa. Verstanden. Ich jetzt nicht. Immer noch Black Mesa. Ja. Aha. Ich verstehe das jetzt bloß gerade nicht, warum das so ist. Vielleicht guckt deswegen keiner zu, weil man die ganze Zeit nicht. Nee, du siehst es ja, ne? Siehst doch, ne? Alles schwarz. Ich geh mal selber auf meinen Channel. Also nicht, warum mir jetzt gleich ein Bio mehr kommt, das bin ich. Nö, ich hab Bild. Was? Ja, stopp mal den Stream neu. Einfach mal Pause drücken und wieder auf Play. Oder drück mal unten auf das Zahnrad. Wo HD drauf steht, und drücken wir auf Best Quality. Da verändert sich eigentlich nichts, aber der startet den Stream nochmal neu. Bei mir ist definitiv. Mach das mal. Ich lade die Seite neu. Ja, dann siehst du ja wieder Werbung, weiß egal. Egal. Nee, keine Werbung und ist immer blau. Ja, blau. Blau ist richtig, aber nicht schwarz. So, blau. Ja, blau, okay. Und du siehst unten links, was gerade für ein Lied läuft, ne? Ja, genau. Okay, sehr gut. Nee. Das war das, was du wolltest? Ja, so ziemlich. Dann ja, gut, das Spiel, was wir jetzt spielen wollten. Go, Egg, du hast rausgepackt. Warte mal, das kann ich. Ich tu den Namen einfach gespeichert. Tu einfach den Namen aus dem Datenbank rausgeführt und rein speichern. Nee, ich hab's doch schon geändert. Das habe ich doch schon geändert. Wo steht das eigentlich immer? Das steht unter dem Titel vom Stream. Bei mir hat der Gogo Eggman jetzt nicht runtergeladen. Ach, Gogo Eggman. SNESMAN X. Ich bin im Kibbel oben drin. Da kannst du ja auch nichts werden, ne? Nochmal Desktop. The Dollar Fail von dir. SNESMAN X. Roms. Hä? Hey. Oh, speichern wir. Du musst in übersetzte Spiele, habe ich den auch von, glaube ich, genannt. Alle Games gepatcht heißt er auch noch. Naja, das habe ich ja schon, Ja, dann dürfte es doch nicht Thema sein. Ja, ich hab's doch. Was? Ich hab's doch. Wahnsinn. Mein Gott, ey. Du hast. Warum bin ich nicht verrückt? Gogo Eggman. Ich muss jetzt nur die Fensteraufnahme nochmal anpassen, weil. Warte. Er hat's gefunden. Irgendwie? Gefunden. Jetzt. Ah, man sieht was. Puls. Wow. Tatsache. Position. Größe, ich zentriere es nur noch schnell. Zack.
Aber blauer Hintergrund, ja, scheiß drauf. Ist eh bloß angezeigt. Ja, eben drum. Beim Let's Play machen wir das dann anders, aber so. Ja, da würde ich sagen, machen wir mal die Musik aus. Ja. It's Zack. A Raining Man und so. Zack. Weg damit, weg. So. Und dann klicken wir mal rein. Ich guck nochmal schnell wegen meinem Input. Ja, den muss ich auch noch anpassen. Fuck. Up, left, down, down, Input. Right. B, A, Y, X. Start, Band select, presto. L, R. Up, left, up, right, down, left. Und okay, okay. So. Jo.